zu feuern! Feuer! Sehr gut. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Nein? Nein? Wirklich? Nein? Also, komm schon. Der dritte Anlauf nur. Fix und fertig. Lasst es regnen! Nieder mit euch, Dämon! Zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Tja. Sehr gut. Geschafft. Leider war das auch, glaube ich, das letzte Mal ein Bötchen fahren. Aber es hat Spaß gemacht, ja. Nun gut. Dann landen wir mal in Rom. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Okay. Jungs, das passiert, wenn er den Müll nicht runterträgt. Ganz einfach. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Jetzt muss ich mich komplett nochmal ein bisschen umorientieren, weil die ja ganz anders kämpft. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Oh Mann. Kann man so viel ausweichen, wie man möchte. Ich verstehe, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Eieiei. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre. Du hast mir alles genommen. Respekt. Ich bin ein Gabinianer. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Okay, der ist echt krass. Nein! Jedes Mal vergesse ich das bei der. Ah, die hat doch noch so einen Kettenangriff. Oder Thomas ist jetzt erstmal dran. Genau. Ah, den Kettenangriff vergesse ich jedes Mal zu machen. Ach, Mist. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du misch dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Jetzt. Ich bewirke Großes. Hat es auch ein bisschen mehr gebracht. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar. Knie vor Rom. Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Mist. Du hast keine Ehre. Boah. Du hast mir alles genommen. Ich bin ein Gabinianer. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine.
Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten. Kleinen Trick, wann ruht er sich aus? Keine römischen Abmachungen. Steh auf. Komm schon. Mist. Oh, der war schön, der war schön, den. Da werden wir noch wahnsinnig wirsch ja da noch. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Morden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gabinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Okay. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kurie sein. Können wir uns vielleicht noch irgendwo ein bisschen aufladen oder so? Voll schön hier. Gibt's hier eine Karte? Nein, schade. Weltkarte ist nicht verfügbar. Müssen wir sicher hochlaufen? Der war jetzt nicht ohne. Ich muss auch sagen, der war ein bisschen schwieriger wie der andere vorher. Der hat es etwas mehr in sich gehabt. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Siehste! Nicht zu! Et non movere! Kommt der jetzt, oder? Ich hab mich doch. Schön, dass man über Büsche so laufen kann. So, tauchen wir mal hin. Das geht auch.
hoch. Beachtet mich nicht, ich möchte nur zu Caesar. Nichts Bestimmtes. Es geht nur um seinen Netflix-Account. Oh, shit. Oh, ist nicht dein Ernst. Wie stark sind die denn? Oh, die sind mega stark. Dann, ja, genau. Ja, genau. Da oben hat mich wieder einer gesehen. Mädchen, du läufst ein bisschen langsam, muss ich ja schon sagen, ne? Ein wenig, langsam. Seht ihr uns? Oh ja, natürlich sehen die mich. Das passiert dann erst, wenn es das Wumm macht, ne? Erst dann. Gut. Nein. Ach, jedes Mal vergesse ich es bei der Alten, das zu machen. Komm her. Muss mich ein bisschen aufladen. Danke. Oh Mann, meine Lebensanzeige. Jetzt haben wir aber alle, ne? Haben wir jetzt bald alle? Nein! Bleibt in der Ecke stehen. Ja gut, bringt mich um. Ja gut, war klar. Kein Adler. Kein Schnelligkeitsboost. Madame ist nämlich ein bisschen schwach auf den Oberschenkeln. So. Da ist einer. Das bringt mir alles gar nichts, ne? Die visiert die gar nicht großartig an. Ich habe auch die schlechtesten Waffen ever. Hätte da auf dem Baum hingekonnt. Das sehe ich viel zu spät. Ich hätte da oben auf dem Baum, dann hätte ich auf dem Dach da. Ah. Ja gut, dann machen wir das so. Ja, können wir auch so machen natürlich. Zu spät gesehen. Kommen wir darüber vielleicht? Komm, kletter mal da hoch. Dann können wir um den ganzen Kranz rumlatschen. Da oben haben sie Pixies drauf, dass man wirklich nicht ganz hochkommt. Interessant. Seht ihr das? Ah, nett. Clever. Musste ich an den Kranz entlang ein. Ja. Geht aber bis ans Ziel. Das ist ein Trick 17. Die feine englische Art.
Nett gemacht. Fall eines Imperiums, Aufstieg eines anderen. Gerade spannend ist es ja nicht, aber es ist halt eine sehr gute Möglichkeit, der ganzen Suppe aus dem Weg zu gehen. Aber clever gemacht mit den Pixies. Haben sie echt gut. Spart echt viel Ärger, das stimmt. Cool wäre es, wenn wir uns jetzt erwischen lassen würden. Das wäre ja bombastisch, oder? Geschafft. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Hoppla. In den Schniepi rein. Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Das war's. Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Cool, wirklich cool. Bombastisch gemacht. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodoros starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Ich weiß gar nicht mehr, wie Kleopatra in Wirklichkeit gestorben ist.
Das weiß ich gar nicht mehr. Wurde die nicht vergiftet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung. Bevor ich irgendwas hier, ne? Hab ja einen minimalen Bildungsauftrag. Den könnt ihr damit nicht einhalten, wenn ich euch irgendwelche Theorien hier erzähle. Schön, cool. Ich denke, das war's, ne? Wie gesagt, eine bombastische Story. Echt top. Die Kulisse wollen wir jetzt gar nicht wieder anfangen, weil die schon atemberaubend ist. Obwohl wir eigentlich nur, sagen wir mal, also ein Drittel Grad mal so entdeckt haben von der ganzen Landschaft, die es da gibt. Es gibt ja noch so ewig viele Nebenquests, ewig viele Aufgaben. Und Fertigkeitspunkte, die man noch erreichen könnte. Diese Sachen werden wir aber dann immer nur bei Twitch machen, weil YouTube das, glaube ich, nur die Hauptstory interessiert. Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter. Unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Okay. Das Kind kann sicher nachher gut schlafen. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Sehr gut. Cool, top. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau. Top Spiel, wirklich. Die 70 Euro haben sich mehr wie gelohnt. Mögen sich deine Siege vervielfachen. Hallo, Achtung. Papa? Spring. Oh,
können wir denn alles so Schönes? Okay, Fertigkeitspunkte und. Also wie gesagt, wenn man sich jetzt die ganze Karte sich noch reinzieht, Alter, das ist ja noch so dermaßen viel, was man noch machen kann. Und die ganzen Nebenquests und. Also Respekt. Waren gute Gegner. Muss sagen, der Löwe ging jetzt noch. Der mir am meisten auf den Sack gegangen ist, war... Ich glaube, die Echse war das. Die war richtig stolz. Schön. Ausrüstung. Ja, das mache ich nicht machen. Ich will das machen. Das da hier. Fertigkeiten haben wir jetzt nochmal zwei bekommen. Das hauen wir irgendwo rein. Voll egal wo. Stimmt, die DLCs, die möchte ich auch gerne spielen. Und bis dahin ist eigentlich so meine Idee, dass wir immer wieder, wenn wir mal ein bisschen etwas streamen, die Fertigkeiten alle komplett machen. Und natürlich die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ob wir es nachher kaufen oder sammeln, sei mal dahingestellt. Und dann warten wir mal 2018 auf die DLCs, die wir uns holen. Und... Nett auch der Brief, dass sie den hier nochmal drin reingemacht haben. Coole Sache. Das macht mir auch nochmal ein bisschen Angst, wenn ich so ESO-Ja zugehört habe und sowas. Hat er gesagt, das sind echt einige, die es dann noch gibt. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Danke für die ganzen Follower und Abonnenten und hat mega Spaß gemacht mit euch im Chat. Das war echt toll. Wird auch immer mehr. Wir haben immer mehr Leute, die zugucken und sowas. Und das freut mich ja, dass es ein bisschen vorangeht und ihr auch etwas unterhalten seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr das dann später seht auf YouTube, einen schönen Tag, Mittag oder sonst wie. Ne? Und bald ist ja Weihnachten. Okay, noch zwei Wochen. Bis dahin sieht man sich noch zwei, dreimal sicher online. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Bye, bye. Wir waren die Ersten. Die Ersten, die Götter sahen. Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.